einfach etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Und wenn man liebevoller mit sich selbst umgeht, bedeutet das, man hört auch besser auf sich selbst. Man fragt sich, was man braucht. Man macht nicht alles nur noch so, wie es jetzt sein muss, sondern man wird eigentlich in einer gewissen Weise wieder zum Gestalter seines eigenen Lebens, selbst unter den schwierigsten Bedingungen. Weil die Chance habe ich doch, dass ich mich in jeder Situation frage, will ich das denn das jetzt? Tut mir das gut? Tut mir das gut, jetzt bestimmte Dinge zu essen, nur weil ich am Bäckerladen vorbeilaufe und der da so eine Auslage hat? Muss ich unbedingt Schuhe kaufen? Tut mir das gut, wenn ich Schuhe kaufe? Tut mir das gut, wenn ich da Sendungen im Internet oder im Fernsehen mir anschaue, wo ich mich eigentlich hinterher ärgere, dass ich sie mir angeguckt habe, könnte ich doch gleich abschalten. Und in dem Augenblick, wo ich abschalte, wo ich aufhöre, Sachen zu essen, die mir nicht gut tun, unter Bedingungen zu essen, die mir nicht gut tun, mit Leuten zu essen, die mir nicht gut tun und vor allen Dingen auch mit einem schlechten Gewissen zu essen, weil ich eben doch ja letztlich schon weiß, dass das billige Steak, was ich mit auf den Grill haue, unter Bedingungen entstanden ist, die ich nicht gutheißen kann. Dann esse ich das zwar, freue mich blöderweise auch noch darüber, dass es so billig war, aber in meinem Herzen, ganz innen, weiß ich, dass das keine gute Idee war. Und dann esse ich es mit einem schlechten Gewissen, das tut mir nicht gut, also kaufe ich das Ding nicht, fertig. Und da bieten sich dann eigentlich fast ungeahnte Möglichkeiten. Das haben wir jetzt am Essen mal so ein bisschen beleuchtet. Beim Fernsehen und im Internet wäre das noch leichter zu zeigen, was einem da alles nicht gut tut und was man wirklich nicht braucht. Und dann kann man sich fragen, was einem denn besser täte. Vielleicht ein Gespräch mit einem lieben Menschen. Vielleicht auch mal ein Buch lesen. Vielleicht ein bisschen Musik machen. Vielleicht rausgehen in die Natur. Vielleicht auch mal der Frage nachgehen, wozu man überhaupt auf dieser Erde hier herumlaufen will. Und sowas sich zu fragen, wofür man da sein will. Das sind ja alles wahnsinnig tolle Fragen. Wenn man da Antworten findet, dann tut einem das gut, weil man dann nicht mehr wie so ein Verirrter in der Welt umherläuft. Es gibt auch eine eigene Stärke, wenn ich plötzlich merke, ich kann wieder was gestalten und sei es auch nur mein eigenes Leben und meine eigene Lebendigkeit wieder in irgendeiner Art und Weise hervorholen, dann gibt mir das ja das Gefühl, dass ich ein Gestalter meines eigenen Lebens bin, dann höre ich auf zu funktionieren. Dann kann ich zwar diesen anderen Kram alles noch machen und kann sagen, okay, mache ich das eben. Aber innerlich weiß ich, ich kann es so machen, dass es mir trotzdem gut tut. Also ich bin Häftling, aber ich bin trotzdem frei, innerlich frei. Das ist verrückt. Und das ist eine Entscheidung. Das ist ja nicht etwas, wo man jetzt lange philosophieren musste. Mhm. Ich konnte es für mich ab jetzt entscheiden. Ich mache nur noch Sachen, die mir gut tun. Ab jetzt. Das heißt, ich muss nicht warten, bis sich da draußen auch alle mal bequemt haben, lebendig zu sein. Kannst du ewig warten. Eben. Aber wenn die Ersten damit anfangen, das zu tun, was ihnen und zu machen, was ihnen gut tut, dann wird man was Wildes entdecken, nämlich die werden anders. Das sieht man denen an. Die lassen sich nicht mehr wie aufgeschreckte Hühner über den Hof jagen. Die wissen dann auf einmal, was ihnen wichtig ist. Und die kriegen dadurch so eine Standfestigkeit. Also die werden auch ein bisschen eigensinnig. Das ist alles tipptopp. Weil sie dann nicht mehr so leicht in die Angst zu jagen sind. Und dann kann man auch nicht mehr die dazu bringen, dass die sich gefügig verhalten, weil man die Angst schürt. Das tut mir nicht gut, mir diesen ganzen Scheiß anzugucken, mit denen mir Angst gemacht wird, also schalte ich einfach ab. Und dann kriege ich ja auch diesen Blick. Also wenn ich liebevoll mit mir selbst umgehe, dann gehe ich ja auch liebevoller mit anderen um. Und dann kriege ich ja sofort mit, ob du auch einer bist, der schon ein bisschen auf diesem Weg ist. Und dann verstehen wir uns. Ja. Und ich bin dann auch netter zu dir, als wenn ich lieblos mit mir selbst umginge. Ja. Ich bin auch netter zu dem anderen Lebewesen. Also es ist mir dann auch wichtig, dass es denen gut geht. Und schon sieht man, ist man auf einem anderen Kurs unterwegs für den Rest des Lebens. Und wenn das jetzt viele machen, dann verlieren Machthaber ihren Einfluss. Das hört sich jetzt ganz wild an, aber ich brauche ja immer, wenn ich anderen sagen will, wo es lang zu gehen hat, brauche ich ja auch genug, die das so machen. Und wenn die jetzt aber so ein bisschen darauf achten, dass sie nur das machen, was ihnen gut tut,
dann befolgen die vielleicht meine Anordnungen, aber innerlich sind die woanders. Mhm. Und die wissen, dass ich keine Macht über sie habe, weil die haben selbst Macht über sich selbst. Weil sie wissen, was ihnen gut tut, und das machen sie. Wir können dann durchaus eben wie der Häftling in der Zelle bleiben und nicht an der Tür rumrütteln und nicht andere Leute anschreien und können das auch aushalten, was da alles von ihnen verlangt wird, aber innerlich sind die anders unterwegs. Und das ist spannend. Das ist ja ein Ansatz, den hatten wir überhaupt noch nicht. Es ist ja gar keine Revolution und da rotten sich nicht Leute zusammen unter irgendeiner Ideologie, sondern das sind Menschen unterwegs, die fangen an, ein anderes Leben zu führen, und zwar eins, was lebendiger ist.